Ich begrüße heute hier unsere Autorin Sinje Kruchot, die das Buch Honey Jar, A Dark Souls Diary geschrieben hat. Herzlich willkommen. Dankeschön. Sinje wurde 1995 an der deutsch-dänischen Grenze geboren. Sie ist die Stimme der neuen Generation. Die wahrhaftige Europäerin ist eine außergewöhnliche Sängerin mit immenser lyrischer Qualität. Diese bringt sie in ihren Songs und Gedichten zur Geltung. Sie schreibt in den drei Sprachen, in denen sie zu Hause ist: Englisch, Deutsch und Dänisch. Sie gibt außerdem internationale Konzerte und Lesungen. Liebe Sinje, welche Gefühle drücken Sie vor allem in Ihren Gedichten und Songs aus? Alle Gefühle, sowohl positiv als auch negativ, die man zur Liebe haben kann. Und ich würde sagen, müsste man das zusammenfassen, dann eigentlich mehr die Verwirrung, die Liebe in einem selber auslösen kann. Denn man kann sowohl positive als auch negative Gefühle für Menschen haben, die sich gar nicht widersprechen müssen. Und das ist manchmal für einen selber gar nicht so einfach, auseinander zu fädeln und zu sortieren, die Gefühle zur Liebe. Okay, und was genau verstehen Sie unter Liebe und wie drücken Sie diese effektiv in Ihren Gedichten aus? Unter Liebe verstehe ich das in dem Herzen tragen eines Menschen. Also, dass wenn er leidet, man mitleidet. Dass wenn er lacht und sich freut, man mitlachen muss. Und man gar nicht anders kann, als das zu fühlen, was der Mensch einem gegenüber fühlt. Das ist für mich Liebe. Und genau das versuche ich, so schwer es ist, in Worte zu fassen in meinen Gedichten. Und da sowohl das gemeinsame Lachen als auch das gemeinsame Weinen darzustellen und das Leben einzufangen, das man als liebender Mensch so hat. Okay. Und inwiefern beeinflusst das Schreiben auch Ihre Performance auf der Bühne? Also das geht Hand in Hand miteinander. Das kann ich gar nicht trennen, weil alles, was ich selber erlebe, beobachte oder selber schon gefühlt habe, das bringe ich auch aufs Papier. Und das singe ich und das lese und schreibe ich in meinen Gedichten. Und jedes Mal, wenn ich dann ein Gedicht vortrage oder einen Song singe, dann erlebe ich genau diese Situation auf der Bühne wieder. Und deswegen ist meine Performance eher das, was ich von innen heraustrage ans Publikum, um sie mit in diese Situation zu nehmen und ihre eigenen Emotionen zu berühren und sie das fühlen zu lassen, was ich beim Schreiben gefühlt habe. Es ist eher eine emotionale Performance. Und das ist mir auch ganz wichtig, die Leute da ja auf eine Reise mitzunehmen. Okay, haben Sie ein Lieblingsgedicht in Ihrer Sammlung? Mein Lieblingsgedicht? Oh, das ist sehr schwer, denn alle Gedichte waren mal Ideen für Songs, die dann aber textlich nicht für 3 Minuten gereicht haben und selber so aussagekräftig sind, dass sie auch alleine stehen können. Und dadurch kommen sie alle von Herzen. Aber ich würde sagen, meine Lieblingsgedichte sind die zu den Jahreszeiten: Sommer, Winter, Herbst und der Frühling. Das sind nur 2 Zeile und ich finde sie aber sehr stark und sehr zum Nachdenken inspirierend. Okay, wenn Sie sich einen Poeten aussuchen könnten, egal aus welcher Zeit, was würden Sie sich wünschen, wer oder von wem würden Sie gerne eine Kritik zu Ihrer Gedichtsammlung erhalten? Oh, das ist eine gute Frage und eine wahnsinnig schwierige Frage, sich da zu entscheiden, weil es so viele große Künstler gibt und ich glaube, es wäre eigentlich von jedem eine Ehre, gelesen zu werden oder vorgetragen zu werden. Ich glaube, was ich unfassbar finden würde, wäre, wenn William Shakespeare in eins meiner Stücke vielleicht eins meiner englischen Gedichte mit eingebunden hätte, was dann rezitiert würde. Also das wäre schon wahnsinnig berührend und beeindruckend.
Okay, danke Ihnen, danke Sinje, danke für Ihre Zeit, danke für dieses Interview. Honey Jar, A Dark Souls Diary, durch die Europa Verlagsgruppe veröffentlicht, ist ab sofort in allen Buchhandlungen und auch online im Paperback-Format und im E-Book-Format erhältlich. Ich danke Ihnen und wünsche Ihnen alles Gute.